Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peterle und willkommen zu einer weiteren Folge hier im Karrieremodus. Ja, es ist soweit. Wir wollten heute die Mannschaft wechseln. Viele von euch da draußen haben mir in die Kommentare geschrieben: Hör mal Peter, geh bitte nach Liverpool. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ich wollte eigentlich zu einer kleineren Mannschaft, ja, in der Premier League, aber es bewerben sich immer nur richtig, richtig starke Mannschaften. Liegt natürlich nicht nur daran, dass ich eine schöne, wunderschöne Ausstrahlung habe. Nein, natürlich auch, weil ich einfach ein guter Trainer hier bin. Und deswegen interessieren sich auch viele Mannschaften für mich. Zum Beispiel AS Monaco, Olympique Lyon. Wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen warten, denn es sind nicht allzu viele Mannschaften, die hier sich um mich bemühen. Deswegen müssen wir mal wieder ein bisschen simulieren, ein bisschen stoppen und dann uns die Angebote anschauen. Und viele von euch haben auch natürlich reingeschrieben: Peter, warum greifst du nicht mal bei einem Verein? Ja, ihr habt schon recht, auf jeden Fall. Aber ja, ich habe irgendwie den Fehler gemacht mit Juventus, dass ich zu krass eingekauft habe und dass die Mannschaft so stark ist. Also ich werde es versuchen, bei der nächsten Mannschaft, wo ich bin, viele, viele junge Leute zu holen und die auch zu entwickeln und nicht direkt mir Leute für 105 Millionen zu kaufen. Ich muss sagen, es war ein Fehler. Aber ja, aus Fehlern lernt man wie immer. Okay, ich glaube, wir können nur zu Liverpool gehen. Ja, da gucken wir doch mal jetzt hier. 2000 Jahre später. Copa Nationale wollen wir sowieso nicht mehr spielen. Wir wollen direkt weg. Wir wollen direkt die Juve verlassen. Am besten so schnell wie möglich, meine Damen und Herren. So eine Nacht- und Nebel-Aktion als Trainer einfach wegzulaufen, weil du Scheiße gebaut hast. Also, es gab mal eine lustige Geschichte. Das war ein Fußball-Profi. Das war ein junger Typ. Ich weiß gar nicht, wo der gekommen ist. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Der hat damals einfach E-Mails geschrieben. Das ist gar nicht so lange her. Und immer schön hier im CC Michael Zorc und hat dann Dokumente gefälscht und hat dann so E-Mails an Vereine geschickt. Ja, hier, er heißt so und so und ist ein super Talent aus Afrika und man möchte ihn doch ausleihen und später an Dortmund verkaufen für so und so viel. Und das haben echt Vereine geglaubt und haben diesen Spieler unter Vertrag genommen und haben dem noch Geld gegeben. Und dann gibt es eine lustige Geschichte: in Griechenland haben die das dann irgendwie rausbekommen, dass das gar nicht gestimmt hat, dass der da gespielt hat, dass das Jahrhunderttalent war. Und dann ist der der damalige Manager, ich weiß gar nicht, welche Mannschaft das war, ist dann mit ein paar Hooligans oder Ultras zum Hotel gelaufen. Und dann wollten die sein Hotelzimmer stürmen und dann ist er mit einer Nacht- und Nebelaktion tatsächlich abgehauen. Ja, solche lustigen Geschichten gibt es natürlich auch im Fußball, auch im Profibereich. Ihr könnt mir ja eure Geschichten mal unten in die Kommentare schreiben, Freunde. Natürlich, wenn ihr in der Kreisliga spielt oder in der Jugend spielt, da habt ihr natürlich die ein oder andere lustige Geschichte parat. So, dann wollen wir natürlich jetzt mal schauen, ob andere Vereine auch mittlerweile dran sind. Derzeit sind keine Trainerstellen verfügbar. Ja, da waren wir wohl zu weit. Also, so wie es aussieht, müssen wir das Ganze nochmal abbrechen. 3 Uhr 28 nachts. Ja, Freunde, ich habe jetzt ungelogen 10 Minuten lang versucht, hier nach Liverpool zu kommen, aber irgendwie wollen die das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, die erscheinen nicht mehr. Egal, wie oft ich das Spiel lade, die kommen einfach nicht mehr. Es kommt immer AS Monaco und so. Und es ist jetzt schon richtig spät, wo ich das Video aufnehme, denn ich muss morgen früh wieder arbeiten. Ich hätte das jetzt gerne noch alles gemacht, aber ich habe leider nicht die Zeit dazu. Deswegen muss ich mich entschuldigen. Ich hätte eigentlich gedacht, weil ich letztes Mal abgespeichert habe, war nämlich auch danach Liverpool und Tottenham. Aber leider kommt das nicht mehr wieder. Jedes Mal, wenn ich das neue simulieren möchte oder laden möchte, dann kommt AS Monaco, Dortmund, Leverkusen. Aber das möchte ich nicht hin. Ich möchte in die Premier League. Deswegen gebe ich euch jetzt folgende Hausaufgaben, denn ihr dürft entscheiden für nächste Woche Freitag. Es tut mir leid, dass jetzt so eine Folge kommt. Ich hätte es mir auch anders ausgemalt, aber ich habe, wie ihr wisst, nicht so viel Zeit gerade. Ja, einfach weil ich im Moment viel unterwegs bin auf der Arbeit. Ich muss 80 Kilometer hinfahren.
morgens und das, da muss ich echt so um 5 Uhr aufstehen. Deswegen, ja, folgendes, ihr könnt aus folgenden Mannschaften wählen. Also wir werden eine ganz neue Karriere starten, aber dann nicht mehr so krass mit den Einkäufen und so. Deswegen würde ich auch sagen, lasst uns mal lieber Mannschaften nehmen, die nicht so, ja, so viel Geld haben und nicht so weit oben stehen. Deswegen habe ich für euch vielleicht noch eine Challenge. Leicester City aus der Premier League. Swansea City fände ich ganz cool. Dann könnt ihr West Ham noch nehmen und Everton. Aus denen könnt ihr auswählen. Ich mache noch Stoke dabei. Aus denen könnt ihr dann auswählen. Freunde, es tut mir wie gesagt richtig leid. Ich hoffe, ihr lasst deswegen keine Dislikes da. Aber es ist halt so. Ich bin jetzt hier echt schon 10 bis 20 Minuten dran, das zu finden. Und ich muss das Ganze ja noch schneiden, bevor ich ins Bett gehe. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, jetzt immer weiter zu schauen. Es tut mir wirklich leid. Aber wir müssen das dann so irgendwie regeln. Ich hoffe, dass es dennoch euch gefällt. Ja, gefallen hat, kann man in dem Sinne nicht sagen. Aber ich hoffe dennoch, dass ihr damit einverstanden seid. Und ja, ich hoffe, dass viele sich an der Wahl beteiligen. Das wird über Strawpoll laufen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann votet ganz schön und schreibt jetzt schon mal rein, wen ich kaufen soll. Top-Talente, gerade aus Europa. Freunde, ich würde sagen, das war's im Video. Ihr wisst Bescheid. Jetzt geht's in die Premier League. Ihr wählt eure Mannschaft in der Premier League. Und wir starten das Ganze von komplett neu. Also FIFA Karriere 17 Reboot. Ich hoffe, es gefällt euch. Votet schön und wir sehen uns dann morgen wieder mit einem Fußballvideo. Also Freunde, bis dann, euer Peterle und Tschaußen.